Hallo und willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und zwar, das ist deswegen besonders, weil ich hab den Audio ein bisschen verkackt und deswegen muss ich jetzt alles nachkommentieren. Ja. Link. Hat Zelda dir ihr Lied beigebracht? Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ich hörte, dass an anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen, zum Beispiel in Hyrule. Platzierst du die Ocarina auf C und wählst sie aus, während Notenlinien erscheinen. Ich empfehle dir, hier eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen. Auch das macht Spaß. Muss ich also nochmal sagen? Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Statusmenü angezeigt. Lerne sie, denn du wirst sie häufig brauchen. Ja, wie gesagt, das ist alles nochmal nachkommentiert. Und ich werde das halt wahrscheinlich nicht so sprechen, wie ich normalerweise sprechen würde, wenn ich Let's Player. Gut, als erstes. Ich weiß gar nicht mehr selber genau, was ich danach gemacht habe. Ach ja, als erstes wollen wir uns ein kleines Upgrade für die Feenschleuder besorgen. Und zwar können wir das an dieser Zielscheibe dort machen. Und zwar muss man damit dreimal die Mitte treffen. Und noch als kleiner Hinweis, wenn ihr dieses Spiel auf einem Emulator mit der Tastatur spielt, dann ist das so gut wie unmöglich. Fantastisch! Du hast dreimal ins Schwarze getroffen. Dein Talent soll nicht ohne Lohn bleiben. Hier, nimm dies an dich. Deine Munitionstasche ist größer geworden. Jetzt kannst du insgesamt 50 Deko-Kerne tragen. Gut. Als nächstes gehen wir dann hier runter und gehen auf dieses Podest dort. Sprechen mit den benutzen unsere Ocarina. Stimmen unser Lied mit deiner Ocarina ein. Wir fangen an. Hat Spaß gemacht. Und dieser zu Beweis unserer Freundschaft. Einen Rubin. Spielst du mit uns? Stimmen unser Lied mit deiner Ocarina ein. Wir fangen an. Das hat Spaß gemacht. Nimm dies als Beweis unserer Freundschaft. 5 Rubine erhalten. Und nochmal spielen. Stimmen unser Lied mit deiner Ocarina ein. Wir fangen an. Thank you.
hat Spaß gemacht. Nimm dies als Beweis unserer Freundschaft. Ein Herzteil. Jetzt hast du einen weiteren Herzcontainer. Dein Energieleiste erweitert sich. Ja, und damit sind wir jetzt auch hiermit fertig. Allerdings noch nicht im Fall in den verlorenen Wäldern, weil hier kann man sich nämlich noch ein paar Dinge holen. Und zwar gehen wir dann einfach hier lang. Ach, und übrigens, wenn man aus dem Kokiri-Wald, aus dem Kokiri-Dorf kommt, dann kommt man immer hier raus. Da muss man einfach eigentlich nach rechts gehen und halt, wenn man zu diesen, ich sag mal, Upgrades will, geht man hier nach links. Und dem muss man dann Sarias Lied vorspielen. Da habe ich mich jetzt gerade einmal vertan, aber naja, es kommt öfters vor. Du kennst Sarias Lied? Wir sollten Freunde werden. Hier, nimm das. Ein Herzteil. Hast du 4 Teile gesammelt, wird Energieleistung um 1 Herzcontainer erhöht. So, und als nächstes können wir bei ihm die Schädelmaske loswerden. Einfach aufsetzen und mit ihm reden. Hey, du da, unter der Maske. Bist du nicht der junge Kokiri? Eine coole Maske hast du da. Echt groovy. Mit dem Teil würde ich sicher einige Leute erschocken. Hey, gibst du mir die Maske? Ja, natürlich. Cool, ich werde sie immer tragen. Er hat dir nur 10 Rubine für die 20 Rubine teure Maske gegeben. Ein schlechtes Geschäft. Geh zurück zum Maskenhändler und gib ihm seine 20 Rubine. Den Verlust musst du aus deiner eigenen Tasche zahlen. Mir fällt gerade auf, dass ich ganz schön oft anstatt Salia Saria sage. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Als nächstes holen wir uns noch ein weiteres Upgrade für ein Item, das wir haben. Und zwar bei diesem Dekohändler hier. Den einfach wieder mit dem Schild abwehren und dann kann man mit ihm reden. Hab Gnade. Verschone mich, weil ich sorge dafür, dass du von nun an mehr Dekostäbe tragen kannst. Es kostet dich nur 40 Rubine. Lass uns ein Geschäft machen. Hab Dank. Und damit können wir jetzt 30 Dekostäbe tragen. Es war ein kleines bisschen übertrieben, weil die Wochenende ist nicht so oft, aber naja. Gehen wir jetzt also erstmal wieder zurück zur Stadt der Geronen. Jetzt wieder an dem Skelett. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, aber egal. Also einfach hier vorbei. Dann hier nach links. Und dann sind wir auch schon gleich da. So, nun gehen wir einfach zu dem Hauptgängerron und zeigen ihm mal, was wir Neues gelernt haben. Wow! Das groovt! Yeah, yeah, yeah! Ein heißer Beat! Groovy! Let's dance! Yeah! Yahoo! Wow, cooler Sound! Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr erhalten.
Ich musste einfach tanzen. Ich bin Darunia. Ich bin der Anführer der Garonen. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Wie? Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Der heilige Stein des Feuers, auch als Garonopal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Garonen, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst sogar du schwere Dinge wie Donnerblumen mit A heben. Das Garonenarmband. Nun kannst du Donnerblumen pflücken. Stell dich davor und nimm sie mit A auf. Also Donnerblumen sind eigentlich die Bomben, ein paar Bomben, die man jetzt hier und da wachsen. Werden halt bisschen den Garonen Donnerblumen genannt. Und zu diesem Krug hier werden wir später kommen. Nach dem nächsten Dungeon. Zunächst gehen wir wieder aus der Stadt raus. Und da hinten sieht man auch schon den Ausgang. Sehr gut. Und jetzt werden wir hier gleich nach rechts gehen. Und ihr habt jetzt sicherlich schon im letzten Part bemerkt, diese Donnerblume bemerkt. Die können wir jetzt nämlich benutzen, um uns den Weg zum zweiten Dungeon aufzumachen. Dann können wir einfach benutzen wir einfach die Abkürzung, um hier runter zu springen. Man kann hier nämlich mit dem Rückwärtssalto durch die Zäune springen. Gut, dann das war's dann für diesen Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, im nächsten Part machen wir dann Dodongos Höhle. Gut, tschüss.